Willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Wieder mitten in School. Hallöchen. Und wir waren gerade dabei, den Hauptgegner hier jetzt, also den Hauptgegner, blöd gesagt, nicht, aber den bösen Wicht in der Wilde, also General Schmidt, zu killen, und zwar egal wie. Dann müssen wir einmal da hoch. Also eigentlich brauchen wir hier nur mal langlaufen und dann. Ach. Einmal aus der Stadt hinaus. Oh, Alter, sind da links sind viele. Ja, versuchen wir die zum Gehen, oder? Alter, aber wieso sagen die manchmal vorsichtig jetzt, schau auf deinen Rücken und sowas? Wissen die denn indirekt, dass trotzdem noch jemand? Ich weiß nicht. Oder manchmal, wenn ich diese beobachte. Wissen sie einfach nur so Sätze, weil sie es halt immer wieder sagen. Irgendwie das weiß haben ich die keine anderen nicht. Sätze drauf. Ja, also. Ja, ich laufe nur ganz außen rum, nur damit. Ja. Bei den einen könnte man da theoretisch, aber irgendeiner fehlt, den wir nicht markiert haben. Warte, schau mal kurz. Wo ist er denn? Ich finde noch steht irgendwie da. Zwei sind noch nicht markiert. Ach, da ist einer. Einen habe ich. Okay. Mhm. Der andere ist noch. Und ach, der steht wahrscheinlich in diesem Sandsack oder sowas. Ja, das aber heißt es, dass ich den da jetzt killen kann? Boah. Ja, nicht, oder? Vielleicht einfach vorbeischleichen? Da oben ist ein Schar, also da oben ist ja eigentlich eine Aussicht zum Nichts, dass wir da Probleme haben. Mit dem Typen da oben. Das ist eigentlich kein Sniper da oben, also wenn man das Gewehr anschaut. Der eine dreht sich ja normalerweise jetzt. Oder schaut nur. Geh mal lieber da hoch, schnell in das Gebüsch. Hört sich gut an. Ich glaube, dass wir den einen killen könnten. Vielleicht einfach im Nahkampf oder sowas? Und hier hertragen? Ja, das meine ich ja, aber ich werde mal drauf aufpassen, weil gerade irgendwie der eine da hinschaut. Ah, oh Moment, da oben auf der Villa ist einer. Der schaut doch runter wahrscheinlich, oder? Ah, der schaut runter, ne? Ich weiß nicht, ob er das sieht. Meinst du, das sieht er? Ach, nur der andere kommt wieder. Der andere kommt wieder. Hm. Ja. Der bewegt sich auch nicht weg, ne? Ich glaube aber nicht, dass der. Doch, der bewegt sich noch weg, das von S gerade hin. Glaubst du echt, dass der das hickt? Ja, die Frage ist, müssen wir den echt überhaupt weghauen? Da ist er eigentlich nicht so weg. So meinst du, dass wir einfach oben reingehen? Der geht weg. Der geht weg. Kannst du, glaube ich, jetzt rausnehmen. Ich zieh mal sie jetzt so hin. Was war das? Was? Wieso? Was? Wieso sind die jetzt alle alarmiert? Ich weiß es nicht. In dem Moment, wo du ihn gekillt hast, haben sie sich sofort Deckung. Ach lol, nee. Der schaut eigentlich die ganze Zeit her, ne, der Typ. Hat ja. Der hat es gesehen wahrscheinlich, oder? Der da hinterm Sandsack. Komm schon. Legen erstmal ab. Ich versuch's ja. Oder wirf ihn ab. Wirf ihn von der Klippe, was weiß ich. Stimmt. Goodbye, my friend. Ja, aber das war ja, die haben nur. Ja, cool, ja, der eine. Gesagt, Vorsicht, toter Mann. Nicht. Ja, aber ja, das sehen sie, aber mich sehen sie nicht, oder wie? Das ist ja total unlogisch. Ja, die ist auch gelb bei mir. Bei mir auch noch, aber ich glaube, die beruhigen sich wieder. Ich glaube, das ist ja nichts Verheerendes gerade. Ich glaube, die haben nur geträumt. Ja, das ist noch das, was mich ein bisschen, ich sag mal, nervt in dem Spiel, dass man. Naja, egal. Kommen Sie? Alles klar. Ja, jetzt ist bei mir erst alles klar. Ich wollte mich nicht wegbewegen. So.
So. Gut, da oben geht da rein. Das sind noch drei Leute nicht markiert. Die sind wahrscheinlich. Nee. Aber hier ist viel Gebüsch, das ist ganz nice eigentlich. Wow, was? Jemand hat mich fast gesehen. Und wer? Irgendjemand im Gebäude oder was? Ich hätte niemanden gesehen jetzt, was? Ne, ne, mich hat keiner gesehen. Bei mir kommt die Meldung gar nicht. Ah ja, jetzt kann ich auch laufen. Gut. Ich markiere hier noch schnell ein. Krass war eigentlich, wenn es irgendwann mal so kommt, dass wir wirklich mit nebeneinander sein müssen und dann irgendwie, weil wir ja dann Scharfschützengewehr haben mit Entfernung und sonst was, eigentlich könnte man das voll hardcore spielen, ne? Wenn du das rausnimmst, dieses, wenn du Leertaste drückst, dass dir angezeigt wird, wo die Kugel landet, wenn du das rausnimmst und der andere müsste das wirklich irgendwie die ganze Zeit so sagen und berechnen. Das wäre fett. Der eine mit das Ding. Ja, komm schon. Ach, der ist unten. Ich überlege gerade, ob ich hochgehe. Geil wäre es natürlich, wenn man die ganzen Leute hier in der Villa leise eliminieren könnte. Boah, das wird schwer. Man könnte hier diese Leiter hochgehen, die direkt bei dir ist. Ja, dann könntest du den da oben ausschalten. Den anderen, den könnte man herlocken zum Nahkampf machen. Was zur Hölle war das? Wer sagt denn das schon wieder? Aber wenn ich den Stein hier drüben hinwerf, hört das irgendjemand? Nein, okay. Ich will halt nur nicht pfeifen, weil ich glaube, dann kommen mehrere. Was? Oh. Ich tue den einen mal kurz herlocken. War. Oh. Hey, warum? Warum sind alle gelb jetzt? Achso, weil er gesagt hat, ich habe ein Geräusch gehört oder was? Das kann sein, ja. Hä? Geh in den Busch da hinten, Junge. Komm schon. Da war doch ein Geräusch. Oh, ist perfekt. Jetzt kommt auch noch das Flugzeug. Perfekt, der erste ist weg. Hä? Hä, was? What? Was denn? Lol, der kommt runter, der eine Typ. Lol. Lol. Ich musste schießen. Willst du mich ver... Sollen wir das neu laden oder war Deckung aufgeflogen? Genau das wollte ich verhindern, dass dieser Satz kippt. Sollen wir schnell neu laden? Ja, Spiel laden. Weil ich mag das Deckung aufgehoben, will ich eigentlich verhindern. Hä, aber wieso? Wer hat das jetzt gehört, ich gesehen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Dann auch noch... Oh, okay, das war das falsche Spiel. Ich wollte gerade sagen, what? Das ist eigentlich auch assig, dass es genau da aufliegt, ne? Genau da speichert. Oh, das war schon ekelhaft. So, jetzt oder? Nö. Doch. Oh. Cool, ich dachte, wir müssen unten Gebüsch anfangen. Wie gesagt, der speichert ziemlich oft das Ding. Minütlich. Ja, aber ich dachte halt eigentlich, dass es halt auch immer überspeichert. Nee, Gott sei Dank nicht. Drei Spielstände speichert er immer. Dann ich geh mal hoch, ne? Ja. Probieren wir es mal. Vorsicht, so. Der Offizier. Oh, das sieht nicht. Irgendwer sieht mich, aber ich. Alles schon vorbei. Ich hoffe, dass das funktioniert zeitlich. Geht das? Lol, der da unten, ganz unten bei mir, der hat reagiert. Obwohl? Der oben ist tot. Doch, der. Alter, der ist echt weit weg.
So. Oh, oh, der eine kommt zu mir, den natürlich im Nahkampf raus. Ja, hoffentlich funktioniert das auch. Boah, jetzt schön verstecken. Die sind alle Lalalala. Die sind im Gebäude, die sind im Gebäude, kein Sichtfeld. Noch sind sie mal nicht aufgeflogen. Ah, das ist einfach unlogisch. Noch sind wir nicht aufgeflogen. Einfach ruhig bleiben jetzt, bis ja, die sich wieder beruhigen. Nee, oder hören die das Wind? Oh, einer kommt nach oben. Einer geht die Leiter nach oben. Shit. Die zweite Leiter. Ja, wenn er mich jetzt hinter dem Schrank entdeckt, bin ich am Arsch. Muss ich mir einfach killen? Warum? Was macht er? Macht nichts. Geht wieder runter. Alles klar, steht bei mir. Aber ich wusste jetzt nicht, ob ich den mitnehmen soll oder nicht, aber es war mir gerade so riskant, dass das irgendjemand anders sieht, weißt du? Ja, der Offizier hat noch oben geschaut. Oh, den kann ich so einen Headshot verpassen, den Offizieren. Deine Leiche ist versteckt, oder? Ja, die ist ja im Busch. Gut, gut, dann passt ja, weil dann finden die keine Leiche und irgendwann beruhigen sie sich wieder. Ja, dann frage ich mich ja, wieso die Schule reagiert haben. Komisch. Boah, den einen, da könnte ich erwähnen. Ja, nee. Oh, einer kommt nach oben. Was? Ja, einer kommt nach oben. Echt? Ja. Er wartet jetzt einfach nur. Leute, er patrouilliert gerade. Und geht die zweite Leiter nach oben. Ja. Haben. Auch gut, jetzt werden die aber wieder alarmiert sein. Ja. Ich glaube, die hören das. Weil das war jetzt anscheinend kein nicht lautlos von hinten, oder? Doch. Doch? Und das hören sie trotzdem. Ja. Ja. Ah, jetzt kommt wieder einer nach oben. Weil ja, der kann dann dadurch auch nach oben locken. Weil ich hab mich versteckt und der hat sich dann umgedreht, wollte wieder gehen und ich bin hinter ihn geschlichen und hab eh gedrückt. Das war lautlos von vorne. Geräusch gehört schon unten. Ja, so anscheinend hören sie das dann, dass da irgendjemand abgemessert wird. Ich bunke die da oben. Hier einen Waffenhaufen, weißt du, das interessiert keinen. Wenn die da einfach über den Waffenhaufen stolpern. Weißt du was? Da war ein Geräusch oben. Ja, aber so kann man die auch nach und nach weniger... Ja, klar. ...machen. Alles klar steht jetzt bei mir. So viele sind's nicht mehr. Boah, ich könnte den General zu mir herlocken, mit Nahkampf fertig machen. Probier das mal. Ich glaube, du siehst ein Radius. Siehst du denn auf der Minimap diesen einen Radius? Und ich glaube, wenn du ein Geräusch machst, in diesem Radius, also wenn du irgendwas machst, in diesem Radius hören sie das. Der nächste kommt zu dir. Perfekt. Ja. Also bei mir ist alles klar, bei dir? Ja. Geil. Ach, hier muss man mal durchsuchen. Moment. Ja, wenn du ihn durchsucht hast, kannst du hier hochgehen, da ist ein Tresor. Da steht, kann man öffnen, aber braucht man eine Kombi. Vielleicht hat man die ja, wenn man... Ach so, ja. Ah ja, Kombination verwenden. Ich kann es auch schon verwenden. Ach so. Okay, ja, nur war nur Muni und so drin. Ach leider so. Nicht mehr. Ja, da kommt noch mal einer dahin. Hey, warum kommt der jetzt plötzlich? Lol. Von ganz da hinten kommt er dahergelaufen. Kann
Kannst du mal speichern? Ah, nicht, ja, dass wir jetzt aus Versehen da irgendwie entdeckt werden. Das muss nicht sein. Ja gut, eigentlich nur noch zwei Leute da. Einer ist nur nicht aufgedeckt. Der eine ist hier, ja. Ich markiere den schnell. Oh ja. Genau, noch die Kamera kaputt machen und dann können wir abhauen. Jo. Aber dann haben wir ja noch die ganzen anderen Leute, die zwar schon. Ach, der ist im Haus. Ja, ich hol den gerade im Haus. Der andere hat das irgendwie gehört. Ja, ich weiß. Ich bring die Leiche weg, damit er die Leiche nicht findet. Da ist ein schönes Gebüschlein. Na los, geh weiter. Come to me. Schlaf, mein Freund. Alles ist gut. Ein Geräusch. Komm. Ja, komm, sprinti. Sprinti. Zu dir. Perfekt. Ah, das haben wir, ich bin jetzt richtig positiv überrascht. Na? Hallo? Hallo? Ich dat gern. Hallo? manchmal ploppt's ganz kurz auf und dann. Da ist. Oh Gott sei Dank. Lol, man musste sich davor hinstellen. So, und jetzt einfach mit dem LKW rausfahren, das geht wahrscheinlich nicht, ne? So, da hinten ist aber schon ein Ausgangspunkt, also hier. Ja, nehmen wir den oben, oder? Oder sollen wir noch irgendwie. Irgendwie. Ja, das heißt, der ist ja unten. Ne, es sind ja zwei. Ja, aber der untere, der 183 Meter weg ist, ist unten bei dieser Ding da. Diese, wo man runter muss, ganz runter zu dem Strand da. Ja, gehen wir wieder nach, gehen wir wieder rechts vorbei, wieder bei allen. Das sind zu viele Leute. Ja, der kann schon wieder nicht. Der ist schon wieder erschöpft. Das sieht man wieder. Null. Haben wir den nicht gekillt? Kann sagen. Lol. Busch. Oh shit. Ja, weil der andere volle Rotze gerade herguckt und sich auch in die Richtung dreht. Oh, Gottes Willen. Das will ich. Pass auf. Nee, komm, leck mich doch. Bitte geh weg. Ah ja. Der ist viel zu nah, der hört das sofort. Ich warte ein bisschen, bis er weg ist. Geh. Am besten außerhalb meines Radius. Das wäre super. Ja, perfekt. Genau, jetzt machen wir dich. Perfekt, dann nehmen wir genau, das hast du echt nicht gehört, ja. Dann. Was, die haben was gesehen? Moment, mach mal hin. Ja, geh mal aus dem Busch raus, weil. Wobei, eigentlich könnten wir den rausnehmen, oder? Ja, warte mal. Kommt er denn eigentlich hierher? Ich bin mal da. Keine Ahnung. Ja, nicht. Jetzt sollen wir jetzt außen. Ach, der oben im Turm, der hat es vielleicht gesehen. Oder sollen wir jetzt ein bisschen außen rumrennen und versuchen, die zu umrennen? Und dann unten halt auf der anderen Seite runtergehen, weil hier. Da haben wir eigentlich. Oder müssen wir unbedingt über die Brücke eigentlich nicht, oder? Nö. Gehen wir einfach nach links durch das Dorf und dann, ja, genau. Warte, ich muss mich kurz hinlegen. Irgendjemand sieht mich. Ja, mich auch. Lol, da oben ist einer. Ach Gottes Willen. Hä, wo kommt denn der her? Den hab ich gar nicht gesehen. Ah, der geht wieder rum. Sehr gut.
Aber ich bin froh, dass du die auch auf der Minimap siehst, als Punkt, wenn du die nicht markiert hast. Damit aber ich glaube, das ist halt, liegt halt am Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wir spielen auf normal, für die Leute, die es noch nicht ganz wussten. Geht's auch unter A? Nee, okay. Ah doch, da hinten. Da guck. Ich glaube, ja. Weil hier, kann man hier klettern. Ja, ah, ja. Schon. Yeah. Hä? Ach so. Kann man hier dann ausruhen? Was? Hello, my friend. Hellos. Oh. Gott sei Dank. Job erfüllt. Ich bin zufrieden. Also Buschklopfer haben wir. Nur die Harten kommen in den Garten. Die Härteren bekommen die Gärtnerin. Und verdeckter Killer. Sämtliche Kameras zerstört, Kontrollpunkt in Kontrolle, Checkpoint geräumt, Schmidt getötet. Gibt mir da irgendeinen Bonus? Weil eigentlich war es ja Fortschritt lautlos. Zur Perfektion, 87. Wahrscheinlich vielleicht, wenn man auf Weiter drückt oder so. Weiter. Kopftrefferkill, sag mal, wie oft hast du denn... Ich hab's mir auch gerade gedacht. Geschossen. Naja, oh, gut, so kommt nichts anscheinend. Schlimmer Charakter noch eine. Ja, dann. Das ist jetzt die zweite Mission. Also ich darf sagen, dass wir die noch anfangen. Auch in der Folge. Ich bleib mal einfach dran. Okay, alles klar. Kann man da jetzt noch irgendwas ändern an der Bewaffnung? Ah, Fähigkeiten. Ich habe irgendwie eine Fähigkeit. Maximale Herzfrequenz erhöhen. Verhöht sie schneller. Was gibt's auch Shotguns und so. Ich mach mal bei den Snipergewehren gucken, was es da alles gibt. Gibt's irgendwann mal noch Schallgedämpft? Das sieht irgendwie nicht so aus. Oder vielleicht Upgrade? Ach, ich glaub, man könnte eine neue kaufen. Nee, bei der neuen ist eben nichts. Upgrade, Schaden, Rückstoß, Beherrschungsskills. Oh, man könnte eine Mosin Nagant kaufen. Aber irgendwie nichts Schallgedämpftes. Folge. Carcano. So viele Waffen gibt es aber jetzt nicht, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, also. Bei der Pistole. Ups, da ich wohl auch auswählen. Ja, das ist die einzige Schallgedämpfte, dass ich. Ah ja. Standard-Skin. Achso, das sind nur Skins. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass. Upgrades. Wir könnten aber vielleicht mit Stolperdraht oder sowas arbeiten, eventuell. Aber das sind auch nur Explosionen, die unnötig leer machen. Ja. Ich hätte die eigentlich auch fast drauf verzichten wollen. Ich kann auch irgendwas Drittes mitnehmen. TNT. Stolpermine. Unterschallpistolenmunition für leisere Pistolenkills. Unterschallgewehrmunition für leisere Abschüsse mit dem Gewehr. Okay. Das wäre natürlich nice, ne? 4 Punkte, oder was, das kaufe ich einfach. Möchtest du diesen Gegenstand wirklich kaufen? Ja. Hast du auch gerade gemacht. Und gleich nochmal. Komm, komm. Du kannst es direkt. Ne, du kannst es einfach auswählen nochmal. Du hast zweimal
automatisch. Achso, ich muss noch einen anderen Ding rein. Okay. Gut, also ich habe jetzt zwei Granaten dabei, kann ich dann. Achso. Und die Pistolenmunition. Anstatt Granate könnte ich vielleicht einfach Unterschallpistolenmunition mitnehmen. Eigentlich schon, ja. Granate, ich weiß nicht, aber. Gut, vielleicht mal für einen Panzer oder sowas. Das weiß ich nicht. Obwohl, eine Granate ist aber gegen einen Panzer ja eigentlich sinnlos. Außer es ist halt ein Fahrzeug, dann wäre es vielleicht. Ja, ein Fahrzeug. Achso, oder Minen oder sowas. Aber ich habe nicht keine Minen. Tellermine gäb's. Aber es findet man auch öfters. Ich weiß nicht, ich glaube, ich tue die Granaten einfach raus. So. So, und lass die zwei Plätze frei, falls ich was finde oder sowas. Genau, und lass es einfach so. Und ich bin bereit. Ja, mich hat hast du auch deine Fähigkeit schon ausgewählt? Ja, habe ich. Okay. Spiel. Ja, ich will halt alles eigentlich so leise wie möglich machen. Das heißt eigentlich, alles was Sprengstoff ist, versuchen zu vermeiden. Außer natürlich, es ist mein Panzer da oder sowas. Fiel immer wieder in Sarcellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien. Vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Ich finde das immer relativ leise, die Zwischensequenzen, im Gegensatz zum restlichen Spiel. Es geht eigentlich bei mir. Ja. Aber erstmal einfach so plopp vom Spiel da. Ja, weil wenn ich jetzt eine Option mache und Audio... Was ist denn das? SFX oder Sprachausgabe oder was ist denn das? Sprachausgabe wahrscheinlich. Das andere ist eher... Sprachausgabe, ja gut, ich mache mir Sprachausgabe. Ja gut, Sprachausgabe könnte natürlich auch ja, in-game Chat. Nee, das ist schon, glaube ich, von den Stimmen von in-game. Aber halt dann. Funkgerät bedienen. Moment. Achso, oh. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Alter, die Untertitel waren jetzt komplett was anderes, wie die geredet haben. Echt? Ja, hab verstanden. Ende. Drunter steht Rotfuchs. Ende. Ach so. Oh, gut, auf das gar nicht so geachtet ist. Oder irgendwas stand da, glaube ich, noch. Irgendwas, der Scharfschütze. Was hast du gesagt? Scharfschütze oh Gott, muss... Das ist ja... Das hab ich doch nicht mit Tiefen reden. Was? Lieutenant Carl Fairburn. Gute Arbeit auf San Cellini, besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Yep, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Oh, ein ganz harter. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Carl, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja, Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler.
Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sophia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und... womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanenhauptquartier. Danach sollten sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Alter, die Untertitel, die machen mich wahnsinnig. Wollte gerade sagen, das ist aber auch mal bestimmt. Hast du es jetzt hast du drauf so ein geachtet? Kleines, ist so eine kleine Basis. Achso, Boot? Nö. Aber hey, was ist das die Mission? Wir müssen doch jetzt den Scharfschutz ausschalten? Genau, und die zwei Typen finden. Ah, Mission zu starten. Oh, okay. Huch. Ach, das ist wahrscheinlich das optionale Ziel, wahrscheinlich mit dem Partisan. Sehr unauffällig. Mitten am Tag. Wollte gerade sagen. Ja. Mitten am Tag, da überall Türme, jeder kann runtergucken, aber naja, gut. Aber hast du jetzt mal auf die Untertitel geachtet? Holy shit, Alter. Ja, ja, furchtbar. Da ist einer. Vor allem, da sind auch gleich noch Soldaten. Hallo, die haben das wohl doch 100 pro gehört. Also, weißt du, die hören, wenn du irgendjemand mit Messer killst. Aber das Motorboot. Nö. Warum denn auch? Wo ist denn der zweite? Steht der direkt daneben? Nö. Da ist er. Ah ja. Oh, der bewegt sich. Ist sie immer noch im Gange? Die Belagerung? Ja, scheint so. Wie sollten sie ausräuchern? Die Geduld des Kommandanten ist am Ende. Die werden sie bald stören. Ha. Tja, jetzt ist die Frage. Aber wenn der hier runter geht, kann ich eigentlich... kann ich mir den vielleicht vorknöpfen? Der geht nicht hoch. Ich überlege gerade, ob ich den anderen vielleicht mal hier hinterdocke. Kann ich hier denn irgendwie... rein? Ah ja. Da ist gerade ein Boot vorbeigefahren. Komm echt über. Ah, das Boot macht Geräusche. Kannst du den eliminieren? Deine? Ja. Gut, dann eliminiere ich den hier. Moment. Haben? Kann ich den jetzt hinwerfen? Irgendwer hat Moment gesagt, aber. Ja, okay, das habe ich. Okay. Kann man denn irgendwo... Tschüss! Bisschen, ne? Ich hoffe, du kannst schwimmen! Ja, jetzt kommst du dir. So, wunderschön. Hä? So, da lang. Das war schon. Ich guck mal auf die Map. Ich guck mir mal die Map an. Oh, die ist nicht so groß wie die andere anscheinend. Ja, da ist ein Offizier. Friedhof untersuchen, Hauptquartier ausfindig machen. Funke ausfindig machen, Scharfschütze töten. Was ist denn jetzt da so, Achso, primär ist, finde das Hauptquartier und dann optionale. Ja, machen wir erstmal den Scharfschützen, oder? Dann den Funker, dann den Friedhof und dann das Hauptquartier. Also einmal so außen rum gehen. Also der Funker und Scharfschütze ist ja die optionalen, oder? Genau. Ja, diese und der Friedhof aber auch. Friedhof ist auch optional. Du musst Tab drücken, dann siehst du es. Primär und optional. Ah, Tab, okay, ja. Ja, genau, okay, aber... Ich dachte, mit dem Scharfschützen anfangen. Ja. Einmal so außen rum gehen, um das Hauptziel und dann... Oh, das sind doch viele Leute, hui. Ja.
Aber es geht eigentlich. Ja, ach so, oh. Ich muss nur noch einmal drauf drücken auf den Gegner. Ja, ja. Das war auch schon die ganze Zeit so. Was? Achso, ich habe immer gedrückt, gerade. So. Ist da ein Offizier? Yep. Und ich glaube, die sind ja dann. Oh Gott, ich werde gesehen. Und ich glaube, die sind ja dann auch markiert. Und ich glaube, diesen Kreis, den kannst du ja dann auch so machen zum Sagen. Guck, weil die zwei, also der Offizier ist jetzt zum Beispiel nicht weiß umrandet. Und wenn ich hier sagen will, der da, dann kann ich den umrahmen. Aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung, was weiß ich. Du kannst nur markieren und wieder wegnehmen. Das ist blöd. Scharfschütze, komme ich da nicht irgendwie hin mit meinem Scharfschützengewehr? Nö. Schön wär's. Wie kommen wir da jetzt vorbei unbemerkt? Da musst du ja schießen. Wir müssen die irgendwie auseinanderlocken. Weil ich weiß nicht, ob. Oh, wer sieht mich denn das? Oder kann man das da vorbei schleichen? Hallo, leg dich wieder hin, du Sack. Leg dich hin! Oh, Gott sei Dank. Hallo? Leg dich. Wieso? Leg Warum dich hin! Du musst dich hier lauf einfach ein bisschen weiter und geh in die nächste Decke. Nein, hinlegen, das ist. Wenn ich mich hinknie, sieht er mich sofort. Ich muss warten, bis der Offizier weg. Jetzt. Er kann die Treppe leider nicht hoch. Krabbeln. Komm schon wieder weg, du Depp. Oh, bitte sag jetzt nicht, dass du herkommst. Gottes Willen, was ist denn jetzt? Schauschütze, ach so. Aber der eine, der kommt her, den könnten wir uns krallen. Hä? Spieler gesichtet? Der Scharfschütze. Was? Oh mein Gott, der Scharfschütze. Ja, der Scharfschütze hat uns entdeckt. LOL. LOL. Ja, kann man neu laden. Ja. LOL. Der Scharfschütze, ich. Das hätte. Ja, der war da direkt. Ja, man sieht das sein. Das Blinken. Kann er in die. Killen. Aber das ist ja gar nicht mal so blöd, weil wir könnten den von hier killen, wenn das Boot vorbeifährt. Ja, genau. Dann machen wir das einfach. Dann sind wir einfach beide hin, auf dem Sicher zu gehen und fertig. Da ist ein Turm, schau her, vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Oder eigentlich können wir doch auch von hier, ne, wohl nicht. Ja, ja, von hier aus schießen und dann ist da ein Turm, komme ich da rein? Bin mir gerade nicht sicher. Komme ich nicht hoch, oder wie? Schade. Schön wäre es, obwohl. Man kann einfach hier. Oh, man kann hier runtergehen. Und von hier unten kann man ihn hier da schön. Genau, ja, hier keiner. Ist man ihn gut. Sich hier hinlegen. Genau, und dann fährt das Boot vorbei. Und dann normalerweise müsste es funktionieren. Hören dürft's keiner. Das Boot. Booti, 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 wo bist du? Alter, oh jetzt. Schießen eigentlich jetzt oder? Okay. Ich hab schon geschossen. Oh, direkt durchs Herz. Perfekt. Bericht finden, das müssen wir noch hoch, oder was? Ach komm. Was? Aber wir haben den Scharfschützen gemacht. Wir können vielleicht unten am Strand die ganzen Leute ausweichen. Oder? Ja. Aber wir müssen aufpassen, weil das Boot, das ist ja feindlich, ne? Also die, wenn die uns sehen, ist auch Kack am Dampfen. Ja. Speicher mal.
Boot kommt, hinlegen. Warte, mein Boot ist ja mal assi. Alles fährt voll ruckelig. Das sind wieder welche. Oh Gott! Das Boot kommt von hinten. Alter, ganz schön häufig hier. Aber wie auch, wie langsam der hier vorbeifährt und so, ne? Holy shit. Ach! Die zwei könnte man eigentlich gut separat killen, ja. Ja, das Boot, aber. Hm. Dann muss man halt die Leichen schnell wegbringen. Der kommt rein. Nein. Aber hier wäre der Lärm extrem vermindert. Guck mal auf die Minimap. Der andere dreht sich um. Der kommt auch rein. Ich seh's. Wo bleibt das Boot? Ich muss gleich schießen, ich muss auf ihn schießen. Lol, er sieht mich nicht. Lol, er sieht mich nicht. Der andere sieht mich. Ja. Schieß! Oh. Er geht 3 Meter bei mir vor. Guck, das meine ich. Irgendwie. Lol, das war herrlich. Ich weiß nicht, das Spiel ist irgendwie drauf ausgelegt, aber. Hier finde ich nichts mehr. Es ist halt echt kacke vom System. Die hier liegen lassen, weil die liegen hier eigentlich ganz gut, ne? Boah, eigentlich guck dir mal diesen Radius an. Also wenn wir hier eigentlich mit der schießen, dann dürfte eigentlich keiner dürfte ja alarmiert werden. Ne? Wenn es hier jetzt noch irgendwas geben wird. Da oben wären welche. Ah ja. Aber nur, ich glaube, das sind 2. Ja, da ist einer. Der andere ist gerade irgendwie gegangen. Ja, das ist ja bei dem Turm, ne? Also. Ja. Cool, wenn der andere sich da auch hinstellen würde, dann? Ja, wenn der da auch kommt, dann. Darf ich sogar mal riskieren, wenn du vielleicht nochmal speichern. Ah, da ist der andere! Oh, ich kann gerade nicht speichern. So. Okay. Schauen wir mal, ob sich die da. Ich geh nochmal ein bisschen tiefer und dann. Oh! Oh! Dritter? Oh, na gut. Ein bisschen. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Alle 3. Erst die 2 zusammen und dann. Ja, und dann einfach. Je nachdem. Ich nehme den linken. Und auf 3 dann. Auf 0 und auf 1 dann schießen. Oder warten, bis der andere sich umdreht. Ja, nee. Jetzt kommt das Boot, jetzt können wir schießen. Ich nehme den rechten. Wenn das Boot vorbeifährt. Jetzt. Scheiße. Hat sich geduckt. Ja. Ah. Können wir neu laden. Ja, wobei. Der ist. Also, wir sind noch nicht entdeckt. Ah, ne, wir müssten hier ein bisschen runterzählen oder sowas. Ja, das geht sau schwer mit dem Ton-Ding. So 3, 2. Ja, genau, aber es ist ja nicht mehr sieht irgendwie. 3, 2, 1, da ist das Ton-Ding weg. Da, das da meine ich. Aber wir haben es nicht verkackt, das ist alles Grünbereich hier eigentlich. Ja. Aber die kommen halt jetzt bald hier den Bereich durchsuchen. Ah, der andere ist doch da gerade gewesen. Komm wieder raus. Da ist er. Komm, schon nochmal raus. Naja. Magst du jetzt einfach so schießen oder was? Ne, ich habe noch nicht geschossen, aber. So, aber ich muss sagen, dass wir weitergehen. Wo ist das Boot? Hat das Boot vorbei? Wenn das Boot kommt, können wir noch auf den anderen schießen, ne?
Ah, das Boot, das ist... Aber obwohl, wir könnten doch auch jetzt schießen, oder? Weil in dieser Höhle, oder? Oder das, wie ich das gehandhabt? Ah, es ist der andere weg, jetzt kann ich mal drauf schießen. Dann schießen wir den einen weg, oder? So, aber wenn das Schiff kommt, ja, oder? Ja, warte, wenn das Schiff kommt. Vielleicht haben wir den Sch... Da war das was? Da war doch was? Ist doch sowas. Jetzt. Danke dir. Daneben geschossen gerade. Den anderen. Ach, den Scheiße. Anderen können wir auch eigentlich wegsnippern, wenn das Boot zurückfährt. Ja. Na? Bleibt das Boot? Wo bleibt das Boot? Da kommt's. Ist eigentlich auch unnötig. Dieses. Was? Zweimal schießen. Muss man ausmachen, wer schießt und der andere nur notfalls noch gedrungen zielt, aber. Naja, stimmt. Ja. Zweimal schießen ist unnötig. Moment, dass einer nicht markiert, wo steht denn der? Hier oben. Aber wir müssen über die Brücke, da können wir nicht hochklettern, ne? Rechts. Wir müssen irgendwie über die Brücke. Weiß nicht, vielleicht kann man da unten, oder? Da ist doch, kann man noch ein bisschen hochklettern, glaube ich. Schauen wir mal kurz. Das sieht schon fast so aus, als könnte man da klettern, ne? Warte, auch nicht. Kann man hier hoch? Ah, okay. Ja. Da einfach die Kette hoch. Ah, die haben da einfach mal so ein paar Ketten liegen lassen. Sehr gut. Ja, wie geht nochmal pfeifen? Ich muss hier O drücken, ne, Q. Q auswählen, damit X umschalten. Dann X und dann F. Perfekt. Komm her, komm her. Nein, der andere guckt wieder her. Nicht gut. Hey Leute, wie hole ich jetzt den Bericht? Man hat genau in dem Moment hergeguckt. Achso, hochklettern hier. Hallo, kann man hier... Willst du mich verarschen? Achso, jetzt muss ich da. Aha. Das Boot sieht mich hoffentlich nicht. Perfekt. Ach Gottes. Und hoch mit dir. Ja, reg dich wieder ab. Krieg dich wieder ein. Hast du es gesammelt? Bist du oben im Turm oder was? Ja. Hab's gerade genommen. Gut, passt. Ja, man kann da so Ketten hochklettern. Gut, ich bin hier irgendwie oben. Irgendeiner ist nicht markiert, wo ist er? Come to me, come to me. Ist der oben bei mir oder ist der unten? Scheint irgendwie oben, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Oh, Alter, das war knapp, Alter. Das hat erst beim 50. Mal E-Drücken reagiert. Der hat schon so, hä? Da ist jemand. Nee, bis er da mal reagiert hat, Alter. Alter. Sonst nicht mehr? Gut, muss rein. Gut, und dann jetzt Funker töten. Ach du Kacke, ich glaube, das ist ein Ist das ein Fahrzeug? Nee, ist keine Straße. Auf zum Funker, oder? Moment, wo bist du denn? Da. Ja, warte, ich mal ein kill bisschen den noch bei mir schnell. Ein bisschen den Weg frei gemacht.
Gleich habe ich dich. Mir ist auch schon wieder hinterher. Oh, Genickbruch. So, wir müssen also da hoch. Ach, ist das der Funke? Ist das das riesengroße rote Ding da? Ich glaube schon, oder? Ja. Sieht ganz so aus. Gehen wir davon aus, dass wir hier... Ah, da wird man auch hochkommen. Alter, Sammelobjekte will ich hier echt nicht sammeln müssen, eigentlich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir da hochkommen. Wieso kommen da eigentlich manchmal Schüsse, die verwirren? Vielleicht ist das nicht so ein Schießstand oder sowas. Okay. Was? Geräusch gehört? Welches Geräusch? Willst du mich verarschen? Hä, was soll die jetzt gehört haben? Hä? Ich liebe dieses Spiel. What the fuck? Wie soll man denn da bitte effektiv schleichen? Ja, ich meine, schön und gut, wenn der da mal irgendwo einen schallgedämpften Schuss hört und so, das ist sowas, da hatte ich ja noch irgendwo einsehen, oder wenn irgendwo in der Nähe einer stirbt, das sehe ich ja noch ein, aber ich bin nur gelaufen, geschlichen und das soll einer als Alarm, weißt du, das sind überall Geräusche. Überall. Ja, da schießt irgendwo jemand, überall, da fährt ein Motorboot und. Aber wenn irgendwo ein Ast knackt, ne, dann... Moment, wer ist da? Alarm! Alarm! Das ist brutal. Natürlich eigentlich Munition wechseln, ändern. Ach so. Ah, Unterschall. Ah, hier. Auch mit Ach, so Q? Viel Pistole habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Also ich mit jetzt Q und dann kann man mit Finger Maus taste das. Unterschallmunition 20. Ah, okay. Alles klar, 20 Schüsse. Ah, man kann hier diese Kette da nach oben klettern. Ich Kette? Welche Kette? Die hier, wo ich jetzt gerade hin. Aber das macht Geräusche, denk dran. Warte, ich speichere mal kurz. So. Boah, da kommt gerade irgendwie einer. Wo kommt? Oh Gott, das will der Schotter. Nee, also da kann ich eigentlich. Kann man da vielleicht noch irgendwas sammeln? Nee. Was? Achso, das habe ich schon gedacht. Holy shit. Huch. Tresor-Kommunikation gefunden. Ah, lol, das ist ein Tresor. Machst du den mal auf? Ich verstecke da mal die Leiche. Leg den jetzt hin. Leg. Das ist unfucking. Würde mich nicht wundern, wenn ich in dem Spiel 200 Mal entdeckt werde, nur weil ich da irgendwie... die sind ja schon da. Hä? Lol, das sind genau zwei Leute jetzt. Nein, bitte nicht reinkommen. Bist du am Arsch, Alter. Alles klar. Oh, du verblutest sogar. Ja, schön. Das, so. Das haben wir richtig, richtig gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf uns. Hä, wo? Ja, also da wurde ich gerade die. Ich bin entdeckt worden. Wie? Wenigstens geht das Laden relativ schnell. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber wer hat dich denn jetzt gesehen? Der im Haus, obwohl ich vorhin schon gesagt habe, der ist. Da, jetzt sind sie schon wieder. Oh, wir müssen hier weg. Wow! Ich verstecke mich hier. Hey, guck mal, ich glaube, ich habe ein Secret gefunden oder ein Geheimnis oder sowas. Was? Hier ist so eine Mauer, die sieht da aus, als können wir die kaputt machen. Kaputt schießen. Okay.
Den kannst du dir gönnen eigentlich, ne? Den Offizier da. Ja, diesen Soldaten da. Das ist irgendeine Höhle oder sowas. Weiß ich, das wäre natürlich mega nice zu wissen, was da drin ist, aber das müssen wir wahrscheinlich aufsprengen. Anders geht's nicht. Ich hätte noch Granate dabei. Wer schreit denn da jetzt schon wieder? Geht in Deckung. Was? Wieso? Oh Gott, das, nein. Warum zum Beispiel rasten gerade wieder? Hat er mich gesehen? Warum rasten gerade wieder alle aus? Ich verstehe das Spiel nicht. Was sehen sie nicht? Gehen wir aus dem Busch da raus? In den anderen Busch rein? Hä, die rennen gerade voll wieder alle zu dir. Wie du da hinterherläufst. Der andere läuft weg. Haben sie dich entdeckt jetzt oder nicht? Oh, ich schieße eventuell. Ach Gott, zack. Die sieht die ganze Zeit. Ah, Leute, das ist er! Was ist denn jetzt passiert? Ach, das warst gar nicht du! Das warst gar nicht du! Lol, ich hab gedacht, lol, wie läufst du einfach rum? Das war der Funker, der markiert war. Das war's. Oh nein. Ach, der Funke war bei uns? Ja. Ich dachte, wir irgendwas. Lol. Oh mein Gott. Aber die haben uns jetzt Deckung aufgeflogen, oder? Nee, oder? Also einer war ganz kurz rot markiert. Echt? Einer ist gerade bei mir vorbeigelaufen. Fallen zu. Naja, sonst ist man nicht aufgeflogen, oder? Ich weiß es nicht. Oder Alarm? Ich weiß es gerade. Kann man das irgendwo nachgucken? Ziele? Oder soll ich einfach nochmal einen neuen? Bäh, das ist ja direkt einer. Oh, weil der genauso blau markiert. Oh nein. Oh. Oh. Oh, er sieht. Lol, er sieht mich nicht. Oh, das kann ich ihn killen. Ah ne, meiner war jetzt auch rot markiert, weil eine Millisekunde halt dieses. Ach so, aber. Nur so ganz kurz, ne? Ja. Beim Markup-Angriff. Hast du gesehen? Aber ich finde es gerade irgendwie cool, dass wir den Funker irgendwie, das war jetzt, ich war noch gar nicht so weit, ich wusste gar nicht, dass der Funker bei uns ist. Hast du das gemerkt oder gewusst? Nee. Ich hätte gedacht, wir müssen irgendwie nach oben oder so. Ja, mussten wir auch laut Map, aber vielleicht ist er irgendwie runtergekommen, während wir da rumgeschlichen haben. Kann auch sein. Und schau mal her, komm mal zu mir. Also, wenn du da nichts zu tun hast gerade. Warte, wir müssen hier noch ein bisschen durchsuchen, weil der hat doch diesen Tresorcode da gehabt. Irgendeiner von denen. Oh, ja, stimmt. Ne, gut, aber in diesem Tresor war da was drin? Ich weiß gar nicht. Ja, Munition wahrscheinlich. So. Ah, man sieht die Leichen halt auf dem Minimap leider nicht. Musst du eben Gebüsch nachschauen. Hm. Aber schau mal, hier hast du es gesehen? Diese Wand. Ja. Sieht sehr nach so ein kleines Secret aus. Ah, hat er auch gerade irgendwas gesagt?
Ja, das mit Partisanen und sowas. Muss man das aufspringen? Weg für die Partisanen oder was? Ne, ich hab's gerade leider ein bisschen zu spät gemerkt, was er genau jetzt gesagt hat. Tastenkombination erforderlich. Ach, hier wären auch Granaten. Ja, du hast ja die meisten hier gekillt, also wenn, dann müsstest du den Schlüssel. Ja, ich suche hier schon gerade rum. Im Hintergrund, wie du den wegschmeißt. Hier hinten liegt noch einer, hast du den schon? Ja. Scheint alles gewesen zu sein. Ich tue nur mal von der Straße weg. Du hast hier doch unten irgendwelche Leute gekillt, oder? Ja, das. Hier. Jetzt blöd, wollen wir. Weil hier ist er erst. Na doch, da oben. Ist noch jetzt recht, legt aber. Den hin. Ja, gut. Ja, wollen wir das aufsprengen? Wir können ja mal speichern und mal sprengen, gucken, was passiert. Speichern mal und dann sprengen wir den Cars. Und dann mal gucken, was das ist und was da. Okay. Scheiße, ich kann gerade nicht eins, oder? Bist du soweit? Ich weiß. Granate. Achso. Oh. Lol. Okay. Okay. Das hört wieder mal keiner. Ach, wahrscheinlich ist man da jetzt einfach. Na gut, okay. Ja, das hat sie jetzt vollgebracht. Ja, die sollen. Was soll man. Hä? Und das für ein Car soll man das. Soll man das machen zum Schleichen oder was? Ja, man muss was aufsprengen, damit man schleichen. Ich wollte gerade sagen, so ein Chaos. Hier oben ist nichts, das ist gut. Aber, weil wir gerade hier die zweite Mission, die zweite optionale Mission abgeschlossen haben, würde ich sagen, wir beenden hier die Folge und in der nächsten untersuchen wir den Friedhof. Weil die Partisanen ja meinen, wir sollen ihn untersuchen und dann machen wir die Hauptaufgabe in der nächsten Folge. Perfekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Yes, yes. Ciao.